Hi, heute ist Samstag, der 11. Juni 2016 und heute geht es leider mal wieder um ein etwas deprimierenderes Thema, nämlich um Dysphorien. Aber bevor jetzt alle weglegen, ich versuche das Thema trotzdem ein bisschen positiver anzupacken, denn es geht darum, wie man versuchen könnte, Dysphorien zu begegnen, also wie man das Gefühl der Dysphorie versucht zu bekämpfen. Dazu vorneweg gleich einmal eine Warnung. Dysphorien sind ja ein Gefühl des Unwohlseins mit entweder verschiedenen Eigenschaften des Körpers oder des Auftretens oder einfach mit der Gesamtsituation. Und die sind bei jedem Menschen einfach unterschiedlich. Und auch ob jemand Dysphorien hat, das hatte ich auch schon mal in einem Video erklärt, oder nicht, das ist auch sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass es Leute gibt, die zwar transident sind, aber die überhaupt keine Dysphorien erfahren. Und es gibt welche, die haben Dysphorien mit diesem oder jenem und jemand anderes hat ganz andere. Deswegen ist das, und selbst wenn zwei Menschen zum Beispiel jetzt Dysphorien mit ihrer Brust haben, dann heißt das noch lange nicht, dass sich das gleich äußert und dass man das auch gleichermaßen behandeln oder bekämpfen kann. Deswegen versuche ich jetzt mal hier eine Warnung vorauszubringen. Das ist nur so ein, das sind so Tipps, was bei mir geholfen hat. Aber damit kann ich nicht garantieren, dass jeder andere, der auch irgendwelche Dysphorien hat oder darunter leidet, dass es bei dem auch alles funktioniert. Deswegen, ja, Warnung. Ich kann nur Ideen geben, was zumindest grundsätzlich funktioniert hat bei mir. Ich selbst habe ja auch diverse Dysphorien, allen voran die Hüfte, dann die Stimme, die sich allerdings seit Testosteron ein bisschen von der Bildfläche gemogelt hat, also nicht die Stimme selbst, sondern die Dysphorie zur Stimme und ja, auch mit der Brust, wobei die, nicht ganz so im Vordergrund steht. Aber ich habe auch welche, deswegen weiß ich so grundlegend, wie das ist. Grundsätzlich ist ja eine Dysphorie ein unangenehmes Gefühl, ein nicht Hochgefühl, sondern ein niederschmetterndes Gefühl im Zusammenhang mit irgendeinem Feature von euch. Und damit kann man schon mal einen Zusammenhang herstellen. Dieses Unwohlsein tritt nur dann auf, wenn ihr mit diesem Feature auch konfrontiert werdet. Deswegen ist so eigentlich schon mal ein relativ logischer Ansatz, dass ihr die Dysphorie versucht, möglichst wenig herauszufordern, indem ihr euch möglichst wenig mit diesem dysphorieerregenden Feature konfrontiert. Was heißt das auf Deutsch? Ja, wenn es Körperpartien sind zum Beispiel, ich rede jetzt mal von dem einfachsten, nämlich von irgendwelchen Körperstellen, mit denen ihr Dysphorien habt, dann versucht euch möglichst wenig auf diese Körperstelle zu fokussieren. Es ist so ein bisschen, als wenn ihr euch so eine gewisse Abneigung anerziehen würdet, wenn ihr immer wieder auf irgendein Körperteil starren oder euch auf irgendein Körperteil fixiert, was ihr doof findet oder was ihr unangenehm findet, bei dem ihr euch unwohl fühlt, wenn ihr euch immer und immer wieder auf genau dieses Körperteil versteift und euch dieses Körperteil ins Bewusstsein ruft und euch darauf konzentriert, dann werdet ihr so daran gewöhnt, dann gewöhnt ihr euch selbst so sehr daran, euch selbst abstoßend zu finden oder naja, euch eben selbst als unangenehm zu empfinden, dass ihr irgendwann so einen Automatismus da entwickelt, dass ihr einfach insgesamt negativer über euch denkt. Deswegen ist das gerade der falsche Weg. Um Dysphorien loszuwerden, solltet ihr versuchen, diese dysphorieerregenden Features zu umgehen und stattdessen andere Dinge zu tun. Zum Beispiel euch Körperpartien suchen oder einfach Features an euch, an eurem Körper, an eurem Auftreten, die ihr gut findet an euch. Ich mag zum Beispiel meine Hüfte nicht und die Brust ist auch ziemlich blöd. Deswegen versuche ich, wenn ich in den Spiegel schaue, weder die Hüfte noch die Brust so die ganze Zeit anzustarren, sondern lieber Stellen, die ich an meinem Körper gut finde. Zum Beispiel, was ich jetzt gerade unter Testosteron ganz gut finde, ist meine Nacken- und Schulterpartie, die ich ganz gut, wo es mir ganz gut gelungen ist, die aufzutrainieren. Oder mein Bauch oder so Oberschenkel oder irgendwelche Stellen, wo ich sage, ja, das passt doch so ganz gut. Und die Hüfte und auf die Brust versuche ich einfach nicht zu achten. Oder wenn ich auf sie achte, dann versuche ich so das Positive, das Männliche an ihnen zu sehen. Also nicht auf die Brustmasse da weiter unten, sondern eher auf den Brustmuskel über der Brust oder über dem Drüsengewebe selbst. Sodass ich versuche, die Dinge herauszusehen, die mir an mir selbst gefallen und mich darauf fokussieren.
und versucht da mehr euer Augenmerk drauf zu ziehen, indem ihr Kleidungsstücke anzieht, in denen ihr diese bestimmten Features, die ihr gut findet, nochmal besonders toll repräsentiert bekommt oder wo ihr vielleicht auch diese Features, die ihr selbst als Dysphorie erregend findet, wo die ein bisschen kaschiert werden oder wo das alles optisch ein bisschen so gedingst wird, dass es nicht so auffällt. Bemalt euch, schmückt euch. Ein Kumpel hatte neulich, der hat erst seit relativ kurzer Zeit so richtigen Bartwuchs und hat sich darüber so gefreut, dass er sich da einfach so Glitzerpuder reingeschmiert hat und hat sich damit fotografiert, einfach um seinen Bart zu feiern. Das fand ich einfach eine super geile Idee, weil er gesagt hat, guckt euch das an, ich habe Bart und ich mache Glitzerpuder rein, weil ich es kann und ich feiere es derbe. Und somit hat er eben seinen eigenen Bart zelebriert, weil er es toll fand. Oder tragt, keine Ahnung, ebenso Dinge, Schmuck, ein Cappy-Zeug, was man sich halt so umhängt, um Dinge zu betonen, die man an sich selbst halt toll findet. Im Falle mit Features, die nicht unbedingt mit Körperteilen zusammenhängen, wie zum Beispiel die Stimme, da habe ich ja auch eine Dysphorie gehabt, ist es natürlich nicht so einfach, die einfach zu bedecken. Bei der Stimme ist es halt schwierig, sie klingt halt nun mal so, wie sie klingt. Und da kann man sich jetzt auch nichts schönreden. Man könnte versuchen, wenn ihr jetzt wirklich definitiv vorhabt, die Hormontherapie zu beginnen, euch auszumalen, wie eure Stimme erstmal klingen wird, wenn ihr dann im Stimmenbruch angekommen seid. Für diejenigen, die nicht vorhaben, die Hormontherapie zu starten oder noch nicht, oder die einfach schon vor dem Start der Hormontherapie tierische Probleme haben, an die ein Rat, schaut euch mal andere Leute einfach an und konzentriert euch mal auf die Stimme von anderen Leuten. Ihr werdet wirklich viele Menschen sehen oder treffen oder vielmehr hören in dem Falle, bei denen die Stimme überhaupt gar nicht so auffällig männlich oder weiblich ist, wie man es eigentlich sich so vorstellt. Man stellt sich immer so vor, ja, Frauen haben immer ganz helle, eindeutig weiblich klingende Stimmen und Männer haben so richtig tiefe, brummelige, man hat Männerstimmen. Und wenn man aber wirklich mal so ganz sich mal wirklich drauf konzentriert und Menschen mal zuhört, wie sie sprechen, ist das ganz oft überhaupt gar nicht der Fall. Ich habe alleine in meinem, da wo ich arbeite, bei meinen Kollegen, habe ich zwei Männer dabei, die haben eigentlich gar keine richtigen Männerstimmen. Wenn ich die so höre, wenn ich mir nur so den Tonfall anhöre oder nur die Stimmlage während des Sprechens, dann sind das eigentlich Frauenstimmlagen. Oder es gibt Frauen, die haben ungefähr genau die gleiche Stimmlage oder vielleicht sogar tiefer. Also schaut euch einfach, sucht euch einfach einen anderen Bezugspunkt. Setzt eure Stimme nicht in Relation zu dem ultimativ perfekt männlichen, basslastigen Stimmbild, was ihr so in eurem Kopf von euch so idealisiert habt, sondern nehmt euch als Relation zu eurer eigenen Stimme einfach die Realität. Also Menschen wie du und ich, wie ihr sie halt auf der Straße treffen würdet, dann werdet ihr merken, da ist enorm viel Spielraum. Die Natur produziert nicht einfach nur Männer mit der einen tiefen Stimmlage, sondern einfach ein buntes Spektrum. Und ihr werdet sehen, dass eure Stimme in Relation zu manchen Männerstimmen überhaupt nicht so hell und fiepslig klingt. Das seid nur ihr selbst, die ihr eure Stimme schon per se als weiblich und als wahrnehmt und versucht einfach, euch selbst nicht immer mit eurem Idealbild zu vergleichen, sondern mit der Variabilität der Natur. So, was körperbezogene Dysphorien angeht, kann man diesen kleinen Trick nämlich auch anwenden. Mir ist das nämlich neulich so gegangen, da ging es jetzt in Bezug auf Brustdysphorie. Da habe ich an einer S-Bahn-Station jemanden stehen sehen. Mein Hirn war gerade irgendwie so auf mal gerade ausgeschaltet und mein Blick hing da so geradeaus auf dem T-Shirt eines Menschen. Und dann bin ich plötzlich so aufgewacht oder ich bin wieder da gewesen in der Welt und ich blickte auf das T-Shirt von jemandem und sah einen Bauch und sah zwei hängende Brüste, könnte man es jetzt mal so beschreiben. Und dann guckte ich hoch und sah ein bärtiges Gesicht oder zumindest ein Gesicht mit Koteletten und ja, so einfach so Features, die ich jetzt hier so als ein männliches Erscheinungsbild kategorisieren würde. Und die Brüste waren aber einfach wirklich original Hängetitten. Und er stand halt einfach so da und wartete auf die Bahn. Und da ist mir wieder bewusst geworden, ich habe das dann so mal verglichen gedanklich, seine Größe mit meiner Oberweite und habe festgestellt, so weit sind wir gar nicht auseinander. Und danach, seit diesem Moment, habe ich dann mal wieder bewusst mehr die Männer um mich herum beobachtet und auch die Frauen, überhaupt alle Menschen.
und habe mal so versucht, vorsichtig, ohne jetzt den Leuten zu sehr auf die Brüste starren zu müssen, aber mal so zu vergleichen, ja, mein Gott, wie sieht denn die Natur so aus? Und habe auch da wieder Leute entdeckt, Frauen, also ich weiß ja nicht, was die Leute so sind, aber Menschen, die weiblich aussehen, mit extrem kleinen Brüsten und Männer, die teilweise einfach so insgesamt stämmiger sind und an denen einfach alles ein bisschen dicker und ja, vielleicht auch ein bisschen fetthaltiger ist und wo auch die Brust ein bisschen mehr hängt und dass das auch zur Natur dazugehört und das sind trotzdem Männer. Ja, das ist deswegen kein, dem Mann wird jetzt nicht sein Mannsein abgesprochen, nur weil er etwas mehr Brust hat. Und im Vergleich zu manchen Frauen haben diverse Männer wirklich mehr obenrum. Ja, also versucht euch in dem Falle erneut nicht euer überidealisiertes Bild von einer männlichen, perfekten Brust immer wieder herzunehmen und euch damit zu vergleichen. Das ist unfair, das machen viele Biomänner auch. Aber eigentlich ist es unfair, weil die Natur ist nicht immer so wahnsinnsperfekt. Es können nicht alle wie Ken oder Barbie aussehen. Und ich glaube, das wollen wir auch gar nicht, dass die Menschen alle so aussehen, weil dann wäre die Natur unbeschreiblich ätzend, langweilig und eintönig. Es muss eine gewisse Buntheit da sein. Und nicht zuletzt Aktivitäten machen, bei denen ihr euren Körper zwar fühlt, aber auf eine angenehme Weise. Also bei denen ihr euch so fühlt, wie die angestrebte Rolle, in der ihr gerne leben möchtet. Wenn ihr jetzt männlich seid und ihr mögt total Muskeln, dann macht doch Kraftsport, wie habe ich ja schon in diversen Videos gezeigt. Oder ja, ihr macht Yoga oder Tai Chi oder Kampfsportarten, da sind auch teilweise ziemlich coole Sachen dabei, wo ihr einfach auch, wo ihr nicht so viel hüpfen oder Dinge tun müsst, wo Körperpartien von euch unangenehm mitwippen können, sondern wo ihr einfach nur mit bestimmten Positionen, Bewegungsabläufen und tollen Kombinationen aus Schlägen, Tritten und sonst irgendwas effektiv ziemlich kraftvoll rüberkommt und euch auch so fühlen könnt, ohne dass ihr jetzt so die derben Muskelpakete haben müsst. Und an die Frauen, feiert eure Schönheit, macht Schönheitskuren und pflegt euch und legt euch in die Badewanne und stellt euch vor, ihr wärt eine Feder, die durch den Himmel fliegt. Dinge tun, bei denen ihr nicht die Dysphorien füttert, sondern in denen ihr den angenehmen Features eures Körpers Futter gebt, um stärker zu werden gegen die Dysphorie. Ich glaube, so insgesamt ist das Rezept gegen Dysphorien, den positiven Aspekten von euch mehr Aufmerksamkeit schenken und euch nicht dauernd so auf die Aspekte der Dysphorie zu beschränken. Es gibt zum Beispiel da, wo ich arbeite, dass überall alles ist da verglast und an jeder Scheißtüre habe ich irgendwo ein Spiegelbild von mir selbst, ob ich das nun will oder nicht. Und ich weiß, ganz bestimmte Spiegel zeigen mein Spiegelbild eher so, naja, gestaucht. Da kommen meine Hüften so richtig schön weiblich zur Geltung und in diese Spiegel schaue ich einfach nicht mehr. Wenn ich da vor so einer Glaswand stehe, dann gucke ich irgendwo anders hin oder gucke auf mein Gesicht in der Silhouette. Und da gibt es bestimmte andere Spiegel oder Glasfassaden, Flächen, was auch immer, Türen, an denen sehe ich relativ, ja, schmalhüftig aus. Ich weiß nicht, was mit diesen Glasflächen los ist, was die da alle für Spannungen drin haben, aber auf manchen sehe ich einfach komplett anders aus als auf anderen. Und auf denjenigen, wo ich mein Spiegelbild einfach gut finde, da starre ich die ganze Zeit auf meine Silhouette und auf meine Hüfte vor allem und stelle mir vor, ah ja, wenn meine Hüfte so aussieht, das ist perfekt. Eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Also ich bin so weit eigentlich gar nicht entfernt von meinem Ziel. Und von den anderen Glasflächen, die mich auf so eine breithüftige Weise zeigen, in die gucke ich nicht mal rein. Und dann irgendwann habe ich mich so oft gesehen in diesen freundlichen Spiegeln, die mich so schmalhüftig zeigen, dass ich einfach ein anderes Bild von meiner Hüfte habe. Also ich verstärke irgendwann so oft dieses Bild von meiner Hüfte, wie ich es mag, dass ich irgendwann denke, ich sehe wirklich so aus. Und vor kurzem musste ich mal wieder unfreiwillig feststellen, wie es sich anfühlt, wenn jemand dieses mühsam positiv angelernte Bild von dir selbst zerstört. Da war ich nämlich bei einem Stammtisch und habe eine Transfrau kennengelernt und diese Transfrau entblödete sich nicht, mir den Hinweis zu geben, dass ich einen sehr breiten Hintern habe oder eine sehr breite Hüfte. Sie hat es netterweise einen Sitzhintern genannt. Das fand ich so charmant, dass ich danach so tief wieder in meiner Dysphorie versunken bin. Das hat dann wieder Tage gebraucht, bis ich wieder ein bisschen rausgekommen bin aus diesem Loch.
Ich musste wieder ganz oft dieses nette Spiegelbild anschauen von dieser einen Glasfassade, von dieser einen Fahrstuhltür, die mich immer so schmeichelhaft darstellt, um mir wieder einzureden, dass ich doch gar nicht so breit höflich aussehe. Ja, also vielleicht noch Menschen meiden, die euch in eurer Dysphorie bestärken. Und stattdessen euch mit Menschen umgeben, die euer Aussehen entweder kackegal finden, das ist am sympathischsten, oder die euch einfach sagen, ja, komm, hier, schau mal, das ist doch völlig im Rahmen, völlig in Ordnung. So, einfach, damit du dich auf positive Sachen beschränkst und nicht dauernd nur dich auf die Sachen fokussierst, die du doof findest an dir. So, ich glaube, mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht zu raten. Das sind so die Ideen, die ich habe. Manches funktioniert vielleicht, manches auch nicht. Bei mir hat es zumindest geholfen insgesamt. Und wenn es euch auch hilft oder ihr vielleicht noch andere Ideen habt oder Ratschläge, postet es gern. Ich verbreite es auch gern noch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.